Hegitsch von der Firma Gottlieb Nestle. Heute stelle ich dir unseren Prismenstab 260 PA1 vor. Der 260 PA1 hat eine Auszugshöhe von 1,50 m bis 2,60 m. Die gewünschte Höhe arretiere ich durch einen Sicherungsbolzen und einen Schraubverschluss an der Seite. Die Skalierung ist unverwüstlich. Das Schöne ist, 260 PA1, das Innenrohr ist stoßgedämpft, schützt das Prisma, auch den Stab selber. Das Außenrohr ist aus Carbon, das garantiert ein sehr angenehmes Arbeiten, vor allem im Winter bei sehr niedrigen Temperaturen. Zusätzlich haben wir unten beim 260 PA1 eine Hartmetallspitze. 900 Gramm leicht und gängig mit allen gängigen Fabrikaten durch unsere Adapter mit zu arbeiten. Hier haben wir einen Adapter zum Geomax 360 Grad Prisma, Sie einfach hier draufschrauben können. Nehmen Sie Ihr 360 Grad Prisma Quitterverschluss drauf, fertig. Bitte geben Sie bei einer Bestellung an, zu welchem Prisma Sie welchen Adapter benötigen. Der ist nämlich im Preis inklusive. Als Zubehör zum Prismenstab empfehlen wir noch zwei folgende Produkte. Einmal ist es unsere Zweibeinstrebe, die Sie relativ schnell festmachen können am Prismenstab. Hat folgenden Vorteil: Sie können den Prismenstab gegen die Hauswand beispielsweise lehnen. Das Prisma ist geschützt und lehnt nicht an der Hauswand an und damit nicht beschädigt. Oder Sie legen den Prismenstab auf den Boden. Auch hier ist gewährleistet, dass das Prisma, sage ich jetzt mal, keine Berührungspunkte hat und so gesichert ist. Weiteres Zubehör, damit der Stab geschützt ist, ist unsere Prismenstab-Tasche, die komplett hier reinpasst, von allen Seiten geschützt, mit dem Reißverschluss zumachen, Tragegurt, fertig. Das war's zum Prismenstab. Wenn ihr weitere Fragen habt, klickt gerne unten auf der Infobox für weitere Informationen drauf. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Schöne Grüße aus Dornstetten. Alles Gute, danke fürs Reinklicken, euer Andi. Ciao.